Darauf wäre ich auch nicht mehr gekommen. Aber gut, weiter geht's. Wir müssen uns noch mal eine Sardine, Sardelle holen. Das ist jetzt das, was ich mal eben nachgegoogelt habe. Und die tauchen wir dann in die Phosphorlache ein. Und das will der Wal dann fressen. Mehr habe ich nicht gelesen. Da. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. So. Hätte ich auch nicht gedacht, also da wir vorhin keine zweite gekriegt haben, hätte ich auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir noch mal eine bekommen. So, das ist jetzt ein Köder. Und mit dem kommen wir jetzt auch weiter. Also manche Lösungen von diesem Rätsel, ach, die sind so weird. Soweit denke ich manchmal auch dann überhaupt nicht, ne? Also, Wahnsinn. Aber gut. Ich bin gespannt, was dann jetzt passiert. Also ich weiß, dass wir den da eintauchen mussten und dass der Wal den gerne hätte. Und meine Vermutung ist, dass wir den da jetzt dranhängen müssen. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ah, oh, warte. Es werde Licht. Das hätte ich natürlich vorher machen sollen. So, jetzt können wir den nehmen. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Okay. Er hat aufgeräumt. Wir kommen durch. Gut. Ich hoffe, den Rest schaffe ich jetzt von selber. Weil es ist auch gar nicht mehr so viel. Dann sind wir, glaube ich, durch. Was ist hier drin? Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Boot. Ja gut. Gehen wir da rein. Oh, ich glaube, ich weiß, wer da ist. Oder auch nicht. Na, wen haben wir denn da? Ah, doch, da ist er. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Okay. Schön. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge. Sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her.
gib jetzt nicht die falsche. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Okay. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Reden wir mit Boso? Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Hey, du hast dir mitweise angetan. Ich schlage eine Waffenrufe. Du hältst mit diesem dreckigen Piratennest aus. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Das ist dockfrei. Fangen wir mal so an. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, hä? Dachte ich mir's doch. Ist das ein Spasti, ey. Ehrlich. Rufus ist so ein Idiot. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Alter Schwede. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Hm. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Alter Schwede. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Alter. Touché, Captain. Touché. Ja, gut. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Alles klar. Eben. Boah, Alter. Hat der eine große Fresse. Das ist ja unfassbar. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Oh, bitte nicht. Ist so ein Schlüssel? Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Okay, gehen wir einmal raus. Bevor ich Datasette... beschmutze mit dem höchstwahrscheinlich dreckigen Staubwedel, will ich mal in die Truhe gucken. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Alter. Warum? Super. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin.
Das ist nicht dein Ernst, ne? Ja. Auf geht's. Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Hm. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. Kurz, Datasette des Berufs in besten Händen. Auch wenn ich nach seinem Gusto lästige, auch wenn ihn nach seinem Gusto lästige Putzarbeiten auf dieser Abenteuerreise war, überproportional oft von relevanteren Aufgaben abhalten, bleibt zu konstatieren, dass so ein wenig Staub doch kein Hindernis für ihn darstellen kann. Ausgerüstet mit geeigneten Werkzeugen und angemessener Vorsicht sollte es ihm nicht schwerfallen, Golds Bewusstsein-Implantat von allen Verunreinigungen zu befreien. Dass hier allergrößte Behutsamkeit ist, muss selbstverständlich nicht weiter betont werden, denn hey, wir reden hier immerhin von Rufus, oder? Ja, und das ist ja das Schlimme. Okay. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Chip? Nein, das habe ich schon abgestaubt. Ja, staubig. Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Ja, wahrscheinlich mit dem Fettlöser, ne? Nicht gut. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Doch. Nicht gut. Die ist gleich komplett im Arsch. Staubig und verätzt. Ja. Ich hoffe, das gehört so. Wahrscheinlich. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Ich hoffe, das gehört so. Was denn? Noch mehr Fussel? Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Mhm. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Oh oh. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Ja. Muss ja. Die wird gleich völlig kaputt sein. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Rolfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Oh yeah. Ich hab dich gerettet. Dein Implantat war kaputt. Cletus ist ein Verräter. Der Organ will Deponente. Du wurdest von Piraten verschleppt. Wir fangen mal einfach ganz von vorne an. Würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht nicht unbedingt Rufus sein Stil, aber ich mach das. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe.
Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Super. Die hatte die besten Erinnerungen. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Oh oh. Genau. Kletes ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Kletes und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Okay. Das scheint ja schon mal zu klappen. Dass wir zumindest denselben Plan jetzt weiterführen wollen. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Naja. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Scheiße. Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Ich würde sagen, wir machen den flugtauglich. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Alles, was wir dazu brauchen, finden wir in den Müllbergen. Das Kerosin können wir aus dem Organon-Kreuzer abpumpen. Dann brauchen wir nur noch ein großes Katapult und mehrere Tonnen Kautschuk. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Kletes ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Das gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr. Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Okay. Sie macht die Pläne. Auf geht's. Kommt sie mit? Ja. Wo geht's denn zurück? Da. Durch den Kabelschacht. Gut, dass sie immer vorrennt. Andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir lang müssen, wenn sie mir nicht den Weg zeigen würde. Ach du Scheiße. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Hey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Mhm. Ha. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Oh. Die sind im Gegensatz zu Toni mal nett zu uns. Okay, jetzt guckt ja jemand zu, ne?
Dann können wir da ja reinspringen. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Und schwupp. Und wo bin ich jetzt? Achso, kann da in den Kofferraum tauchen. Ah. Au. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay, dann kurbeln wir. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach, linkes Fenster. Au. Okay, kurbel. Das Fenster. Gabel. Verdeck. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Motorhaubenausgang. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ha. Wie kriege ich denn das auf? Nein. Was mache ich mit der Gabel? Hupen? Ich spare mir meine Tele. Ich spare mir meine telekinetischen. Okay, warte mal. Jetzt kann ich mit der Motorhaube nicht mehr interagieren. Au! Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Nee. Dafür die Gabel? Ich spare mir meine Tele. Ich spare mir. Ach, Mann. Also, das muss weg, damit die Haube zugeht und das Verdeck aufgeht. Damit ich dann hier hochkomme, da drauflatsche, die werden dann irgendwo hinrennen, aber ich komme in den Kran. Sobald ich hier drin bin, in der Motorhaube, kann ich damit nicht mehr interagieren. Wenn ich hier reingehe, kann ich dann noch kurbeln? Nee. Nein. Au! Ich spare mir meine Tele. Verstehe ich schon wieder nicht. Au! Ich spare mir meine. Alter. Manchmal geht's mir ganz schön auf den Sack. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Was will ich mit der Gabel jetzt machen? Ich krieg schon wieder Hunger. Das ist es offensichtlich nicht. Ich spare mir meine Telekinese. Das muss mir mal einer erklären. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Au!
Ich spare mir mein... Au! Nein. Ich kann da jetzt aber auch gar nichts mehr machen hier. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Ja, ist ja okay. Ich spare mir meine Telekinetischen. Die Haube wird von diesem mehr kann ich nicht erkennen. Kannst du aus dem Fenster mehr erkennen? Die Haube wird von diesem mehr kann ich. Ich spare mir. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Au! Die Haube wird von diesem mehr kann ich nicht. Ich spare mir meine Telekinetik. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich krieg schon wieder Hunger. Okay. Gib mir mal die Gabel. Wozu braucht man eine Gabel, wenn man noch alle Finger hat? Woher soll ich denn das wissen? Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Dafür hast du eine Taschenlampe, Alter. Boah, ich krieg schon wieder die Krise, ne? Ich habe 4 Gegenstände, wovon offensichtlich diese 2 absolut nutzlos sind. Damit könnte ich mir Licht machen. Mit der Gabel, keine Ahnung, kann ich mir ins Bein pieksen, als Armverlängerung nehmen. Aber nichts davon macht er. Und sobald ich in der Motorhaube bin, geht hier nichts mehr. Ich komme auch nicht wieder hin. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Komme ich hier überhaupt noch raus? Ich spare mir meine... Ist doch ein Witz, oder? Ich spare mir meine... Ich esse Sie jetzt... schimmert leicht im Dunkeln. Gut. Gut. Kann ich mit dem Stock... Da kleben noch Fischreste dran. Nom 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 nom. Kann ich mit dem Stock jetzt irgendwas machen? Ich spare mir meine... Au! Ich spare mir meine... Ich spare mir meine Tele... Ich spare mir. Also der Stock ist es nicht. Die Gabel ist es nicht. Taschenlampe ist es nicht. Es ist. Bin ich wirklich so auf den Kopf gefallen, dass ich nicht auf die Idee komme, was ich da machen muss? Es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten hier. Also Fakt ist, der Punkt ist nicht zu gebrauchen, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht. Da komme ich nicht hin. Da haue ich mir immer nur den Kopf an. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich raff's wirklich nicht. Da kleben noch Fischreste dran. Nom 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 nom. Irgendwas kombinieren? Spikes oder Nieten, okay. Aber eine Gabel? Spikes oder Nieten, okay. Aber eine... Taschenlampe da dran. Ich brauche kein Licht, ich ordne alles. Hey, wo ist... Eine leuchtende Gabel. Ich brauche kein Licht, ordne... Hey! Macht das einen Unterschied? Ich brauche kein Licht, ordne... Hey! Ich sollte vorsichtiger, wer weiß. Ich sollte, wer weiß. Ich sollte, wer weiß. Okay.
Gegenstände habe ich soweit alle durch. Ich brauche dich, Ordner, alle. Hey, wo ist... Ich sollte vor... Wer weiß? Spikes oder... Aber eine... Es muss doch irgendwas hier... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Oh, Alter. Das fuckt mich ja sowas von ab, ne?